Ich möchte zunächst dem Leibniz-Rechenzentrum natürlich auch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren, auch im Namen der Max-Planck-Institute hier auf dem Campus. Wir arbeiten ja jahrzehntelang schon sehr erfolgreich zusammen, insbesondere in der Astrophysik. Und ich kann eigentlich gar nicht genug betonen, wie glücklich wir sind, dass es LHZ gibt. Das ist ein echter Riesenvorteil für uns, für unsere Grundlagenforschung hier in Garching. Es ist, ermöglicht uns, Fortschritte zu machen, die weltweit führend sind auf dem Gebiet der Kosmologie. Und über diese Themen möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen heute Nachmittag, ganz kurz, ein bisschen einen Einblick geben. Und richtig, diese Woche war mal wieder ein Ereignis, das viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auch erhalten hat, die ersten Bilder des James Webb Space Telescopes. Ich bin sicher, Sie haben sie wahrgenommen, und wenn Sie die angeschaut haben, haben Sie vielleicht auch, hat Sie dieses Gefühl beschlichen, jedenfalls das mich dabei immer wieder beschleicht, dass es doch unglaublich ist, was es da draußen alles gibt im Kosmos. Und dass eigentlich unsere kleine Erde ist unsere Erfahrungswelt, aber die ist natürlich nur ein winziger Ausschnitt aus dem echten, der echten Welt, die es da draußen gibt. Und in der modernen Kosmologie ist es nicht nur so, dass wir tolle Bilder haben, mit unter anderem Weltraumteleskop mit James Webb, die ja zum Beispiel in dem Fall Infrarotstrahlung, auch optische Strahlung beobachten. Es gibt andere Strahlungsbereiche, die auch beobachten werden, von der Radiostrahlung bis zur Röntgen- und Gammastrahlung und so weiter. Und man hat da, das wissen Sie natürlich auch, viele Dinge schon herausgefunden, durch rein passive Beobachtung. Das ist auch faszinierend in der Astronomie. Wir können ja nicht direkt hinfliegen zu Neutronensternen oder schwarzen Löchern. Wir müssen diese Objekte beobachten. Und wir müssen aus diesen Beobachtungen auch schließen, wie sie sich verhalten. Teilweise auch über lange Zeitskalen, die weit über unsere menschliche Zeitskala hinausgehen. Und faszinierend ist unter anderem auch, dass es Beobachtungen gibt, die noch fast grundlegender sind als diese schönen Bilder. Nämlich, wir haben festgestellt, dass das Universum gar nicht nur aus der normalen baryonischen Materie besteht, die wir kennen, aus dem chemischen System der Elemente zum Beispiel, sondern wir glauben ja, dass 5 bis 6 Mal mehr sogenannte dunkle Materie existiert, ein noch nicht identifiziertes Elementarteilchen, das wir aber jetzt auch hier durch den Raum durchfliegt, das mit meinem Körper aber nicht wechselwirkt, weil die Wechselwirkung unfassbar schwach ist, eventuell auch überhaupt nur gravitativ ist. Also diese Behauptung der modernen Kosmologie, dass der Materie-Energiemix im Kosmos so seltsam ist, so ganz unerwartet anders, die ist erstmal unglaublich gewagt. Ich bin ja Astrophysiker, ich arbeite damit seit Jahrzehnten, bin daran gewöhnt, aber eigentlich muss es jeden erstmal von den Socken hauen, sag ich jetzt mal, dass das Universum aus, dass wir wirklich nur die Spitze des Eisberges sehen, dass darunter ganz andere, neue, andere Strukturen sind. Und tatsächlich spielen die Supercomputer, wie hier am LHZ, eben betrieben und vorhanden, entscheidende Rolle, haben historisch eine extrem wichtige Rolle gespielt, über diese These überhaupt zu verifizieren und valide, ihre Validität auch irgendwo nachzuweisen. Warum glaubt man das überhaupt, dass es dunkle Materie gibt und auch dunkle Energie? Da komme ich eventuell noch drauf zu sprechen. Nur das liegt daran, dass wir auch Beobachtungen haben, dass der Restwärmestrahlung des heißen Urknalls, die wurde 380.000 Jahre nach dem Urknall ausgesandt. Das kann man mit Satelliten sehen, dem Planck-Satelliten zum Beispiel, der hat eine sehr genaue Karte des Universums zu diesem sehr frühen Zeitpunkt gemacht. Und heute ist das Universum 13,5 Milliarden Jahre alt etwa, also sehr, sehr viel älter. Wir können die 13,5 Milliarden Jahre zurück in der Zeit blicken, bis zu diesem sehr frühen Zeitpunkt. Und dort sieht man, dass das Universum völlig anders war als heute. Es gab keine Galaxien, es gab keine Sterne, es gab keine superschweren schwarzen Löcher. Und aus dieser Strahlung kann man aber auch noch folgern, dass es diese dunkle Materie offenbar gibt. Und das ist jetzt sozusagen der Einsatzpunkt für uns als theoretische Kosmologen, die mit Rechnern arbeiten. Wir haben nämlich begonnen vor, sagen wir, 2, 3 Jahrzehnten auf Supercomputern diesen einfachen Anfangszustand des Universums zu initialisieren und dann mit die Gesetze der Physik vorwärts in der Zeit zu entwickeln. Das sind die, im Wesentlichen die Rechnungen, die wir machen. Wir machen eine Entwicklungsrechnung des ganzen Universums und versuchen damit herauszufinden, ob sich dieses einfache Universum in den komplexen Zustand, den wir heute sehen, wo es zum Beispiel auch die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie gibt, ob das funktioniert, ob im Computer sich solche Galaxien bilden. Und zwar auch Galaxien mit den Formen, die man beobachtet. Scheibengalaxien, elliptische Galaxien. Wir wollen verstehen, warum haben diese Galaxien überhaupt genau diese Größe, warum nicht eine andere? Wie ist das weitere Schicksal des Kosmos? Und all diese Fragen können wir mit Entwicklungsrechnungen auf Computern bearbeiten. Und wir können auch
Experimente machen, die auch gefährliche Experimente mit einem schwarzen Loch beispielsweise, kann man nicht im Labor machen, vielleicht auch ganz gut so, aber wir können feststellen, was eben passiert, wenn wir zum Beispiel Materie in ein schwarzes Loch fallen lässt, wie viel Energie freigesetzt wird, wie das dann die Entwicklung in der Umgebung beeinflusst. Also Sie sehen, die Möglichkeiten von solchen Entwicklungsrechnungen sind enorm groß, vor allem, weil wir in der Kosmologie eben eine ganz konkrete Hypothese haben, wie das Universum begonnen hat im heißen Urknall, und wir können die verifizieren mit unseren Rechnungen auf großen Systemen. Und das geht schon eine ganze Weile natürlich. Dieses Forschungsprogramm betreibt man seit, sagen wir mal, Mitte der 80er Jahre, gab es die ersten Simulationsrechnungen. Und gleich ganz am Anfang, die primitivsten Rechnungen haben schon mal das damals vorherrschende Bild, dass nämlich Neutrinos, die Elementarteilchen, die kennt man ja, die dunkle Materie sein können, die haben gezeigt, das kann nicht sein. Die sogenannte heiße dunkle Materie wurde bereits durch die ersten Simulationsrechnungen ausgeschlossen. Und dann kam das Konzept kalter dunkler Materie auf, das wir heute auch immer noch haben. Es wurde dann in den 90er Jahren verfeinert. Und später haben die ersten Rechnungen auch Hinweise geliefert auf etwas, was wir heute dunkle Energie nennen. Dass es nämlich in der allgemeinen Relativitätstheorie eine Art kosmologische Konstante geben muss, die auch Einstein schon im Prinzip vorgesehen hatte. Wir glauben heute, dass diese tatsächlich realisiert ist oder ähnlich gelagertes Energiefeld, eine Art Antigravitation. Und diese Hinweise haben sich dann später durch Beobachtungen bestätigt, dass das Universum beschleunigt expandiert. Dafür gab es auch den Nobelpreis. Aber tatsächlich haben die kosmologischen Simulationen das auch schon vorher vorausgesagt, obwohl keiner der beteiligten Kosmologen es gewagt hat, zu dem Zeitpunkt das wirklich ernst zu nehmen. Aber das Universum ist seltsam. Es enthält diese dunkle Materie, dunkle Energie. Das konnten wir sehr gut verifizieren, und mit Rechnungen zum Beispiel auf dem HLRB2 in den 2007-2008, das war eine sehr entscheidende Rechnung auch für das gesamte Gebiet, konnten wir zum Beispiel präzise voraussagen, wo die dunkle Materie in unserer eigenen Milchstraße zu finden ist, wie verklumpt die zum Beispiel ist am Bahn der Sonne. Das war eine ganz wichtige Rechnung, die hier am Leibniz-Rechenzentrum entstanden ist, und einige Jahre später wurde hier die erste große hydrodynamische Simulation durchgeführt, indem man tatsächlich die Galaxienentstehung von Anfang bis Ende verfolgen konnte. Die Lustrus-Simulation, die wurde auf SuperMUG gemacht, und die war auch extrem entscheidend für das ganze Gebiet, weil zum ersten Mal gelang es da zu zeigen, dass direkt aus dem Urknall man die Anfangsbedingungen, die hinterlassen worden sind, vorwärts berechnen kann, und es kommen tatsächlich die Mischung aus Galaxiengestalten heraus, die wir kennen aus den Beobachtungen. Dafür gab es zum Beispiel auch eine Briefmarke der Deutschen Bundespost für die Lustrus-Simulation. Sind wir sehr stolz. Also tatsächlich hier SuperMUG war entscheidend dafür. Und es sind nur Beispiele von Erfolgen, die wir mit den Rechnern hier im Haus erreichen konnten. In moderner Fragestellung zur Zeit, also was uns sehr beschäftigt in aktueller Forschung, sind Simulationen, wo wir insbesondere den Einfluss der superschweren schwarzen Löcher sind natürlich faszinierende Schwerkraftfallen, die wir im Zentrum aller Galaxien sehen, wie die Entwicklung der Galaxien zum Beispiel beeinflussen. Und das ist ein sehr schwieriges Multiskalenproblem, weil die Entstehung der Galaxien und auch die Entstehung dieser schwarzen Löcher, die wird bestimmt durch sehr großskalige Raumbereiche. Man muss also hunderte von Millionen Lichtjahren berechnen. Gleichzeitig muss man dann sehr, sehr extrem weit reinzoomen können, sozusagen auf das Zentrum einzelner Galaxien, die Region zum Beispiel, die sogenannte Akkretionsscheibe auf ein schwarzes Loch, die hat etwa die Größe des Sonnensystems. Wir müssen also in Gebieten, die mehrere Milliarden Lichtjahre durchmessen, dann trotzdem Objekte sehen können, die, sagen wir mal, die Größe einzelner Sonnensysteme haben. Das ist extrem anspruchsvoll. Dafür braucht man eben leistungsfähige Superrechner, wie sie hier vorhanden sind, extrem leistungsfähige Kommunikationsnetzwerke. Und ja, und die Rechnungen, die wir dann machen hier am LHZ, die sind auch immer so eigentlich, dass wir versuchen, nochmal eine Schippe draufzulegen, sage ich jetzt mal, an die Leistungsfähigkeit der Systeme zu gehen. Und man stellt dann natürlich, und das wissen Sie alle, immer fest, dass irgendwas entweder in der eigenen Software oder in der Hardware nicht so richtig funktioniert. Und da war meine Erfahrung immer, dass mit dem Team am LHZ man einfach fantastisch zusammenarbeiten kann. Und dann sind diese Rechnungen auch immer irgendwie zum Laufen gebracht worden. Da bin ich sehr dankbar. Ja, ich bin sicher, meine Zeit ist vielleicht schon fast verbraucht. Ich kann Ihnen noch vielleicht ein bisschen was sagen, was denn diese schwarzen Löcher auch machen. Was ist denn ihr Einfluss? Also was wir auch schon mit Simulationen zeigen konnten, ist, dass
diese schwarzen Löcher, die man findet, die haben zum Beispiel in unserer eigenen Milchstraße eine Masse von 4 Millionen Sonnenmassen. Da gab es ja auch einen Nobelpreis hier für den Campus, denn für Reinhard Genzel, der nachgewiesen hat, dass dieses schwarze Loch existiert in unserer Milchstraße, genau diese Masse hat. Da eine wunderschöne Beobachtung, mit Mitteln der beobachtenden Astronomie hat er das nachweisen können, er und sein Team. Aber was wir natürlich versuchen zu verstehen, ist die zeitliche Entwicklung über Milliarden Jahre. Wie ist dieses schwarze Loch entstanden und was hat es getan? Wie hat es die Milchstraße beeinflusst? Und das ist so, wenn diese Objekte wachsen an, indem sie Gas verschlingen, auch manchmal einen Stern verfrühstücken, und 10% etwa der verschlungenen Masse wird als Strahlung freigesetzt. Und das ist das effizienteste Kraftwerk, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, so ein super schweres schwarzes Loch. Also da wären unsere Energieprobleme alle gelöst, bei weitem. Aber diese Energie, die tut dann irgendwas. Wenn sie freigesetzt wird im Zentrum einer Galaxie, dann passiert was, dass das Gas extrem aufgeheizt wird, der Druck steigt an. Und dann ist es sozusagen selbstmörderisch, das schwarze Loch. Es tut eigentlich dieses Material, das es gern verschlingen würde, auch rausblasen aus dem Zentrum. Und diese dynamischen Prozesse, die sehen wir also auf unseren Rechnungen und verstehen deswegen, dass das Wachstum der schwarzen Löcher auch begrenzt ist aufgrund dieser Selbstregulierung und dass eben diese Energieeinspeisung dazu führt, dass ganz große Galaxien nicht mehr weiter wachsen können. Das schwarze Loch ist eine Art Größenbegrenzer für Galaxien und es löst ein altes Rätsel in der Astronomie. Warum übersteigen eigentlich die maximalen Größen der Galaxien eine bestimmte Grenze einfach nicht? Die ist sehr scharf begrenzt und wir glauben, das kommt durch die Physik der schwarzen Löcher zustande und das konnten wir mit Simulationsrechnungen nicht endgültig beweisen, würde ich sagen, aber wir haben sehr starke Evidenz gewonnen durch unsere Rechnungen dafür. Herzlichen Dank. Wir sagen herzlichen Dank für diesen spannenden Ausflug ins Universum. Sie haben es ja selber schon erwähnt, Sie beschäftigen sich damit schon Jahrzehnte, wenn man das so sagen kann. Sie haben Rechner erwähnt, die schon ganz lange nicht mehr hier rumstehen, wie den HLRB 1 und 2. Und sind auch auf die aktuelle Forschung eingegangen. Aber unser Motto ist ja Zukunft bleibt Programm. Was würden Sie machen oder was ist das Nächste und was bräuchten Sie an Rechenkapazitäten, was bräuchten Sie an Unterstützung, um die nächsten Schritte gehen zu können in Ihrem Forschungsbereich? Also unser Appetit auf noch mehr Rechenzeit ist groß. Exascale-Computer klingt für mich unheimlich reizvoll. Da sind wir natürlich dran an dem Thema. Was schwierig ist für uns, ist der Grad der Parallelisierung, den wir erreichen müssen auf solchen Systemen, um diese Rechenzeit auch tatsächlich abzunehmen, auch mit Beschleunigerkarten, erfordert eben immer noch weitergehende Codeentwicklungsmaßnahmen. Das ist auch gar nicht trivial. Wir haben extrem komplexe Solver, verschiedene physikalische Prozesse, also die abzubilden auf diese Architekturen und tatsächlich diese Leistungsfähigkeit Superrechner auszunutzen für Grundlagenforschung, ist eine Herausforderung für uns. Und da reden wir natürlich auch mit Experten am LAZ, mit Computerwissenschaftlern, mit anderen Physikern über Ansätze, da rasche Fortschritte zu erreichen. Das ist schwierig. Also es war in meinem Gebiet natürlich früher so, dass noch einzelne Doktoranden oder Postdocs, die begabt waren, eigene Codes schreiben konnten. Mittlerweile stecken da so viele Mannjahre drin, also Jahrzehnte oft. Das sind extrem komplexe Softwaren zur Simulation und das ist eben eine Herausforderung für uns, das immer wieder auf neue Architekturen anzupassen. Und da brauchen wir natürlich auch weiterhin, würde ich mal sagen, die Hilfe vom LAZ. Wie war das so schön heute Morgen? Immer weiter, ne? Auf weiterhin gute Zusammenarbeit und herzlichen Dank nochmal. Danke, ja. Danke Ihnen auch.